Hallöchen, ihr Lieben. Ich habe heute etwas von Diamond Art Gift. Und zwar sind das drei Sachen. Drei an der Zahl. Das erste ist dieser schöne Stift. Ich habe euch ja schon ein paar Stifte gezeigt. Moment. Wenn der Fokus mal will. Ja, guckt euch mal das an. Ich habe den jetzt auch in lila. Ich habe ihn euch ja schon mal gezeigt. Diesen Stift hier gibt es in 5 oder 6 Farben. Ich habe davon jetzt, glaube ich, alle beisammen. Ich zeige es euch mal. Und zwar habe ich diese hier. Das sind die Stifte hier. Das ist der Wahnsinn, oder? Also wirklich, die Farben sind alle richtig toll. Und dieses Glitzer da drin ist unfassbar schön. Bei jedem einzelnen Stift leuchtet es dann im Dunkeln. Ja. Und ich habe hier von Diamond Art Gift diesen hier. Und der ist wirklich richtig, richtig toll. Richtig toll. Ich habe mir hier jetzt den 13er Setzer rangehauen, weil ich den testen möchte. Ich möchte mal mit einem anderen Setzer arbeiten, als immer nur mit dem 4er. Wie findet ihr diese Stifte? Ich finde die so toll, ne? Also ich bin total begeistert. So, weiter geht's mit einem Weihnachtsbild und dann kommen wir zu dem Highlight. Das stelle ich mal kurz so ein bisschen zur Seite. Wir haben hier ein Weihnachtsbild in 30x30. Ich zeige euch mal hier die Vorschau. Das ist die Vorschau. Ist das süß, ne? Eckige Steinchen habe ich erhalten. Ich breite mal das Bild komplett aus. Dann zeige ich euch das mal ganz. So. 30x30 und wie viele Farben haben wir da? 21 Farben. Ich zeige es euch mal von oben. Das sind drei Gnome. Da wird sich die Melli wieder freuen, ja? Die liebt die Gnome. Jedes Mal in ihren Videos, wenn sie Gnome auspackt und sie so begeistert ist, finde ich total niedlich, ja. Hier Merry Christmas oben stehen. Hier könnt ihr zum Beispiel auch wieder mit AB-Steinen richtig schön arbeiten. Na, in den Mützen hier dieses Weiße, da könnt ihr AB einsetzen. Oder hier in der Nase, damit die Nase ein bisschen glänzt. Na, klar, es ist ein bisschen sehr verpixelt, aber das ist nun mal die Größe. Und wenn man auf kleine Größen steht, dann muss man leider auch Einschnitte machen. Das ist wirklich so, weil kleine Bilder sind meistens ein bisschen zu gequetscht, ne? Aber ich wollte es jetzt so, ich brauche Snackbilder für Weihnachten. Ich möchte im Dezember so viele Weihnachtsprojekte wie möglich fertig bekommen. Im Oktober habe ich ja leider nur 2 oder 3 Bilder geschafft. Die werde ich euch auch noch zeigen. Ja, also das ist das Weihnachtsbild. Und das hat mich gekostet, also der Stift, der hat 5,99 gekostet, wollte ich nur mal gesagt haben. Und dieses Bild hier auch, 5,99. Das ist echt noch ein guter Preis. Also ich finde das niedlich. Ich finde es putzig als Snackbild. Die Steine kommen in solchen Tütchen. Quadratische Steine. Oh, das Rot ist schön. Viel dunkelgrau, viel Rot. Guck mal, haben wir noch so ein Lavendelton. Ein helles Blau. Sehr schön. Dabei haben wir ein grünes Toolkit. Ein rosa Stift, grünes Schiffchen. Einmal Wachs. Ja, das ist das Weihnachtsbild. Und jetzt kommen wir zu meinem Highlight des Tages. Da ist dieses hier dabei. Zipbeutel. Sehr hochwertige Zipbeutel. Ja, die sind schön groß, viel reinpassend. Oh, der Sticker hat sich gelöst hier. Moment, wieder drauf. Dann haben wir diese Aufhängerchen. Wie auch immer die funktionieren, wir werden es testen in einem speziellen Video. Ja. Das sind so Ringe. Da kommen dann die Beutel wohl dran. Dann haben wir diese Aufkleberchen für die Zipbeutel. Ich werde dafür aber was anderes nutzen. Ich habe eine Beschriftungsmaschine, da werde ich damit arbeiten. Ich werde meine AB-Steine hier zum Beispiel einsortieren, die ich noch neu hole. Dann haben wir diese Aufkleber. Die sind natürlich auch sehr, sehr toll. Die werde ich aber mehr aufheben für andere Projekte.
Die haben zum Beispiel die DMC-Nummern aufgeführt, normale Nummern aufgeführt, die Buchstaben aufgeführt. Richtig toll. Kann ich nur empfehlen, diese Sticker sind toll. Die gibt es übrigens auch einzeln zu kaufen. Ja? Das, was ich euch jetzt zeige, hat 10,99 € gekostet und beinhaltet auch diesen Ständer. Den gibt es in Gold, in Weiß und in Silber, glaube ich, oder in Schwarz. Und da kann man dann die Zipbeutel dranhängen. So, ich gehe mal ein bisschen höher, damit man das so ein bisschen sieht. Da hängt man dann zum Beispiel hier die Ringe dran mit den Zipbeuteln dran. So ungefähr wird es dann aussehen. Das werde ich irgendwann mal, wenn ich was painte mit AB-Stein, werde ich das mal testen. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, seine AB-Steine zum Beispiel direkt dahin zu stellen, wenn man paintet und dann sich nehmen zu können. Ich habe dafür aber eigentlich einen Koffer, aber wenn ich noch mehr AB-Steine jetzt kaufe, brauche ich mehr, wo ich das dann aufbewahre. Und wenn ich dann ein Bild painte, hänge ich mir die AB-Steine dahin, die ich für dieses Bild brauche. Ja, das ist doch super. Man kann natürlich die Tütchen auch so dranhängen. Ne? Das kann man machen, wie man möchte. Hier so hintereinander. Aber ich glaube, mit diesen Ringen dran wird es noch besser. Ja, mit diesen. Wir werden sehen. Ich werde es ausprobieren. Und dann werde ich euch das in dem Paint with Me irgendwann mal dann zeigen. Ne? Ich denke mal spätestens im Dezember. Wenn wir die ganzen Projekte machen, da werde ich nämlich viele AB und Leuchtsteine benutzen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wie sich das in Benutzung dann rentiert. Ich werde euch berichten. Ja. Das war mein Haul von Diamond Art Gift. Und wie gesagt, also diese Stifte sind der Hammer. Also wirklich, also... sind die schön. Gut, das war's von mir für euch und wir sehen uns im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss, macht's gut.